Das nächste Projekt nennt sich Biohack Light und ist von Askir und Lukas und es ist Biohacking für Einsteiger. Bitteschön. Hallo, wir haben uns mit Biohacking beschäftigt. Für die, die es nicht wissen, Biohacking, das ist, wenn man sich so Chips unter die Haut macht, damit man Sachen wahrnimmt. Da Beispiele sind dafür Magnet wahrnehmen, wahrnehmen, wo Norden ist, seine Zeitwahrnehmung verändern. Da gibt es so ein prominentes Beispiel, wo einer sich so eine Art Stirnband nur unter die Haut montiert hat, was dann immer so einmal um den Kopf drum läuft, wodurch er dann die Zeit anders wahrnimmt. Es geht halt darum, was wahrzunehmen, was man bisher noch nicht wahrnimmt. Also man will die Wahrnehmung der Umwelt verändern und einen sechsten Sinn erlernen und dadurch nimmt der Körper das, also wenn man dann Norden wahrnimmt und immer wenn man nach Norden kommt, kriegt man zum Beispiel eine leichte Vibration. Und irgendwann nimmt der Körper dann nicht mehr die Vibration wahr, sondern weiß, ah, da ist Norden. Dadurch halt ein sechster Sinn und man verbessert den menschlichen Körper. Wir machen quasi Cyborgs. Das große Problem ist dabei aber, naja, so ein Chip unter die Haut, das ist ja schon recht permanent. Das wollen wir nicht unbedingt. Ich meine, wir wollen das erstmal testen. Deshalb haben wir das eher so gebaut. Ja, was die Umsetzung angeht, wir wollten erstmal etwas Leichtes zum Beginn. Da haben wir einen simplen Magnetsinn gewählt. Die Magnete nimmt man mit Hilfe einer Hall-Sonde wahr. Die kennen die manche von euch vielleicht bereits aus dem Physikunterricht. Wenn ein wechselndes Magnetfeld auftritt, fließt Strom. Ja, und die haben wir aus einem Arduino-Bastelkasten geklaut und mit einem simplen Vibrationsmotor verbunden. Unser erster Versuch war wirklich mit einem Chip, einem ESP8266, einem Mikrocontroller. Dieser war aber kaum nötig und wir persönlich kriegten ihn nur zum Laufen mit einer recht großen Basisstation, die wir ungern an die Hand binden wollten. Deswegen sind wir umgestiegen auf pure E-Technik, da wir nur ein Not-Gate benötigten. Das ist im Endeffekt. Diese Hall-Sonde ist eine spezielle Hall-Sonde, weil aus einem Arduino-Kit, die sendet, wenn sie kein Magnetfeld hat, ein permanentes Signal und sollte sie eins finden, kein Signal. Und damit der Motor zum Laufen gebracht wird, mussten wir das umkehren. Das macht ein Not-Gate. Ja, es funktioniert, das werden wir gleich demonstrieren. Aber zuerst habe ich noch an euch die Frage, wenn ihr die Möglichkeit hättet, sowas zu machen, würdet ihr sie wahrnehmen? Also würdet ihr euch selber verbessern wollen, um ein bisschen mehr von eurer Umwelt, naja, mitzubekommen? Also könnt ihr euch einmal melden. Also ein paar Kunden und Interessenten haben wir schon. Dann bitte einmal die Kamera. So, nur zur Erklärung, ich werde jetzt zur Demonstration die Magneten aus meinem Handy verwenden. Ja. So. Perfekt. So, jetzt schaue ich, wo könnten hier Magneten sein? Ja, vielleicht hier. Ja, da ist einer. Und ja. Okay, vielen Dank. Dann möchte ich euch bitten, auch noch mal zu Matthias zu gehen. Der bestimmt die eine oder andere Frage Ja, das ist spannend. Dieses zweite Projekt zeigt ja hier auch schon gleich, wie groß die Bandbreite bei Jugendhackt auf jeden Fall ist. Gerade am Anfang die Webanwendung. Jetzt sind wir schon tierisch in einer Maker-Szene drin, wo Hardware mit dem menschlichen Körper verbunden wird. Ja, dazu die Frage einfach mal: Ihr habt das jetzt anhand dieses Magnetdetektors umgesetzt. Was wäre denn noch denkbar? Welche Sinne würde ich euch noch wünschen, unabhängig gerade von der Machbarkeit? Was wäre toll, weil wir uns noch ein bisschen menschlich pimpen könnten? Zum Beispiel ein Luftfeuchtigkeitssensor, damit man wirklich direkt merkt, wann es vielleicht regnen könnte. Okay, ja. Wie ist es dann so, wenn es dann so an die eigenen Gedanken geht, wenn jemand irgendwie deine Stimmung feststellen möchte, wäre das schon zu viel oder wäre das auch eine schöne Sache, um zu wissen, was denkt der Lehrer gerade da vorne oder der Dozent? Naja, mit dem Gehirn beschäftigen wir uns weniger. Wir machen wirklich Sinne, nicht Chips im Hirn. Das ist ja noch was ganz anderes. Okay, und jetzt die Umsetzung hier bei dem Jugendhack-Projekt. Könnt ihr so die größte Herausforderung oder Schwierigkeit kurz skizzieren, die ihr die letzten Tage hattet? Wir wollten ursprünglich einen Chip nehmen,
der allerdings erstens WLAN hat, was sich nicht so schön macht. Ich will nicht so gerne, dass mein Körper gehackt wird. Also wäre von Vorteil so. Naja, und ein anderes großes Problem waren Jumperkabel. Die springen gerne raus. Darum heißen sie wohl Jumperkarte. Ja, danke schön auf jeden Fall für eure Eindrücke und damit noch Applaus für unsere zweite Gruppe zum Biohack.